Hallo, liebe Freunde! Schön, dass ihr auch wieder heute den Weg nach Portia gefunden habt! Wieder mal ist meine Errungenschaft freigeschaltet und werden jetzt wahrscheinlich eine Vorschau bekommen. Nanü? Oh, ja stimmt, wir haben den Flughafen gebaut. Wer ist denn das? Noch ein Ingenieur? Alles klar, okay. Also, wir haben Besuch bekommen von Antoine, okay. Hallo Handwerker. Das Rathaus hat uns mehrere Bestellungen für Langstreckenbusse gegeben, die auf der neuen Strecke zwischen Portia und Sandfels verkehren sollen. Das sind ganz spezielle Langstreckenbusse, die wir da bauen, mit einem starken Motor für Rallyes, weißt du. Wir haben den Auftrag am schwarzen Brett der Handelsgilde ausgeschrieben. Falls du interessiert bist, du kannst mir natürlich auch immer gerne Hallo sagen. Küsschen, Antoine. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Hier erstmal fett ein Abseilen. Das ist die richtige Reaktion. Nein, wir sind in einer emanzipierten Gesellschaft. Alles gut. Wir schauen auf jeden Fall gleich mal vorbei, dann haben wir eine neue Aufgabe, nämlich Langstreckenbusse für die Rallye zu bauen. Das ist eine sehr merkwürdige Rallye, die fahren das hier nicht mit irgendwelchen Sportwagen, nein, die fahren das mit Bussen. Aber es ist interessant, der Gedankengang, einfach eine Rallye mit Bussen zu fahren. Und wer war das eigentlich, vorhin, der da gelandet ist? Wir sind durch Registrierung. Ist schon so spät? Ja, können wir gleich auf dem Rückweg mal vorbei. Wir müssen sowieso noch die Mundharmonika auch verkaufen. Ja, irgendjemand ist gelandet, aber ja, aber ich habe hier natürlich nichts, wo ich was machen kann. Okay. Achso, wie ist das eigentlich jetzt hier unten? Ist denn das? Südblock-Handelsposten. Okay, können wir vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen. Aber erstmal schauen wir natürlich, was denn da so Schönes mit den Langstreckenbussen ist. Alles klar, zwei Aufgaben haben wir hier. Wir brauchen einen Langstreckenbus für die neue eröffnete Strecke von Portia nach Sandfels. Der Erfolg dieser Route ist für Portias Zukunft unheimlich wichtig, also gib bitte dein Bestes. Falls es beim Bau des Fahrzeugs irgendwelche Probleme gibt, dann wende dich bitte an das Forschungszentrum. Ja. Petra fragen, natürlich. Ich gehe zuerst raus. Ist nicht so schlimm, müssen wir sowieso in die Richtung. Hey, Django. I'm expecting many new visitors in my restaurant once South Block gets up and running. Everyone's excited about it. Okay. Nein, ich will mit... Geh weg, Pferd! Hey! Hey, ich will mit dir reden. On guard! Ich will nämlich ein Rezept. Was möchtest du nennen? Ei, Kumin, Chili-Pfeffer. Ja, dann machen wir mal Kumin. Fadebrühe. Fleisch und Kumin. Ja, das kann wirklich nicht schmecken. Also, sorry. Okay, dann also einmal. Oh, Moment. Oh, Ginger. My papa is in such a good mood recently. I think it has to do with the completion of South Block. It's been his vision to connect Portia with Sandrock since he's been mayor. Hey. Na? Uncle Russo has been a great help. So, okay, haben wir das. Gut, ciao. Haben wir das auch gemacht? Ich habe hier eine Mundharmonika zum Verkaufen. Marktpreis ist zwar immer noch plus 2, obwohl Marktpreis nur 94 ist. Interessant. So. Damit das nämlich weg, dann einmal Petra fragen. Oh, Schule fängt an. Well, you're not the first to come ask about this. We're already working on it. Still, I need 5 more data disks to figure out how to extend the range of the bus. Can you find these for me? Thanks. Ah, weißt du, so die Datendisks, die sind momentan ein bisschen klamm bei mir, vor allem wie sie vorhin noch durch den Türspion erst geguckt haben, als wir reingekommen sind. Wow, I'm so tired. I've been reading too many books recently. But they're so interesting. Maybe once I find all source, I'll write a book about it as well. Ja, das ist doch immer eine hervorragende Idee.
Nice. We'll have something for you soon, hopefully. This reminds me of my days in Vega 5, actually. They researched a bunch of vehicles. Vor allem, dass ich hier sofort die Daten das gibt, nur weil ich sie anspreche. Vielleicht will ich einfach nur mit ihr reden. Hello? Hello? Summer has the brightest sky. Okay, ja, also more data disks? More data disks. Gut. Wir können immer noch nicht neue Sachen erforschen. Wahrscheinlich geht das erst, wenn wir die Montagestation Stufe 3 haben. Wir müssen jetzt auf den Bauplan warten. Ja, das ist immer, das kann ich gut. Hier können wir uns schon mal registrieren. Registrierung am Port der Kampfstation? Ja, natürlich. Okay. Wir können dann einmal hier vorne zum Handelsposten gehen. Wir sind ja gerade in der Nähe. Schau ich mir das nämlich einmal an, was wir hier Schönes fabriziert haben. Ja, schön, schön. Das ist also hier die Boxengasse, wenn man so möchte. Hier ist nichts drin. Da kann ich nicht mal rein. Nö. Ein Motel. Das kann ich betreten. Jeje. Hallo, Jeje. Hey! Oma der Hulu-Brüder. Yay, yay, yay! I just want my grandsons to be in good health all the time. Oma, yay, yay. Och, die ist ja süß. Südblock Handelsposten. Was kann ich denn hier kaufen? Die ist echt süß. Oh, wir können Käse kaufen. Aus Milch und reiner Nährstoffen. Okay. Sandtee. Keramik. Oh, goldener Ginseng. Auf jeden Fall hole ich mir davon ein, damit ich das, ich hatte mich alle sonst zusammen gehabt, bis auf diesen goldenen Ginseng, Tigerauge. Der wertvollste aller in Sandfels produzierten Edelstein, kostet nur 39, na dann, ein Feuerstein. Militärmotoren. Ja, hier am, na gut, dass die in der Boxengasse verkauft werden, ein paar Motoren, kann ich mir schon vorstellen. Einladungsbrief. Hat er nur eine Freundin zu einer Feier einzuladen. Mhm. Banketttisch, was ist hier? Achso. Bauplan für Banketttisch. Eine Kettensäge. Angriff plus 300. Was? Mit der Hand gehaltenes Schneidewerkzeug. Das von Holz für Handwerker. Oh Gott. Halt die Angriffstaste gedrückt, um Kollegen nicht anzugreifen. Das muss ich haben. Kettensäge. Und das hole ich mir nämlich. Hole ich mir auch mal den Bauplan. Gut, okay, eignet sich aber wahrscheinlich zum Angreifen, also zum Kämpfen nicht so gut, weil wir uns dabei nicht bewegen können. Aber dafür anstatt, vor allem die Axt hat 260 Angriff, aber mein Schwert nur 200, was ist denn das für ein Hohn? Gut, aber glaube ich mehr AP kosten. Aber keine Kette. Ist das eine geile Kette? Okay, hey, wir haben hier, was ist das? Südblock Handelsposten. Rückkaufpreis. Mal Hilfe. Okay. Willkommen beim Südblock Handelsposten vom Portias Handelsgilde. Jede Woche fährt ein Handelstransport von Südblock nach Sandfels. Alle Handwerker sind aufgerufen, Bestellungen aus Sandfels und darüber hinaus zu erfüllen. Sind die Bestellungen erfüllt, holen wir den Wagen bei deiner Werkstatt ab. Die Nachfrage in Sandfels und darüber hinaus bestimmt, welche Gegenstände am Aushang unseres Handelsposten gebraucht werden. Also wir können hier wahrscheinlich Sachen eintauschen für Geld oder sowas. Der Handelsposten aktualisiert die Nachfrage an Gegenständen täglich. Nimmst du eine Bestellung an, gib bitte dein Bestes, um sie zu erfüllen. Schließt du deine Bestellung nicht rechtzeitig ab, kannst du nächstes Mal weniger Bestellungen annehmen. Wir haben ja einen Ruf zu verteidigen. Versuchst du die Bestellung nach einer Annahme zu ändern, zahlen wir nur den niedrigen Preis pro Einheit. Okay. Wir haben also hier, können 200 Kürbisse verkaufen. Wir haben 505 Kopfsalat, Baumwolle, Schafe, Kartoffelfrüchte, Eier. Sind das jetzt alles Sachen, gewählte Gegenstandsart, die haben wollen? Also was wir machen können, ist auf jeden Fall Kürbisse. Mindestens ein Gegenstand muss ausgewählt werden. Achso. So, ganz ehrlich, ich mache jetzt mal... Okay, ich... Dass das nicht schneller geht. La 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 la
Dann kann ich nämlich hier erstmal 200 Kürbisse reingeben. Schnarch. Dann hat das auch endlich mal einen Sinn, warum wir so viele haben. Kaufpreis 12. Okay, aushängen. Ne, Moment mal. Bestellformular, Lieferdatum. Hä? Moment, die Nachfrage in Sandfels und welche Gegenstände? Jede Woche fährt ein Handelstransport von Südblock nach Sandfels. Alle Handwerker sind aufgerufen, Bestellungen aus Sandfels und darüber hinaus zu erfüllen. Heißt das jetzt, dass... Ich verstehe das jetzt gerade nicht, dass wir... aushängen. Nein, ich will das nicht aushängen. Okay, ich habe das jetzt falsch gelesen. Ich muss das mal gerade wieder revidieren. Sorry! Aber, ich möchte eigentlich, das ist doch doof. Also, ich würde hier gern die Sachen verkaufen. Rückkaufpreis. Das wäre irgendwie cool, wenn die halt hier, wenn wir halt hier zusätzlich Geld verdienen könnten, weil Geld brauchen wir halt echt. So. Aprikose, Rückkaufpreis. Ich verstehe das halt noch nicht. Die Nachfrage darüber hinaus ist im Außenhandel gebraucht werden. Der Handelsposten aktualisiert die Nachfrage nach Gegenständen täglich. Heißt das jetzt? Südblock Handelsposten. Ich schaue mich hier generell nochmal eben kurz ein bisschen um. Sind doch bestimmt noch Kisten oder sowas. Wow. Wow, ist das hier bequem. Oh mein Gott, ich habe noch nie ein so bequem eingerichtetes Zimmer gesehen. Kann ich nicht rein. Da wohnt wahrscheinlich Jeje. Kann ich mir vorstellen. Ja gut, nee, sonst ist hier scheinbar nichts. Okay. Achso, hier kann ich nicht rein. Kann ich hier rein? Das Gebäude steht irgendwie schief, kann das? Okay, das muss ich jetzt aber nochmal eben in der normalen Handelsgilde prüfen. Das jetzt so verstehen, dass wir halt hier Sachen verkaufen können oder ne, annehmen können, dass wir die verkaufen. Und die werden dann darüber gefahren und wir kriegen dann dafür Geld. So habe ich es jetzt verstanden. Haben wir das denn hier auch sowas? Workshop Rank. Nö. Also ich weiß, dass es in der oben bei der Ziviltruppe noch etwas gab. Ich schau mal eben da, wie das da aufgebaut ist. Das waren ja, glaube ich, so Sachen, die wir machen können, wenn wir Sachen suchen, dass wir die dort aushängen können. Wer ist das denn? You're one of the builders in Portia, aren't you? I read a file on this town before I came. It's nice to meet you. Mali, okay. Also eine Abenteurerin, die zu der Gilde hier gehört. Okay. Ja, guten Tag. People are always awed by the flying pigs. Yeah, we've got some really strong people in the guild. But if you look beyond the glow, we're just a bunch of fun-loving adventurers. Okay. People are always awed by the flying pig. Ach so, mit der kann ich gar nicht weiter quatschen. Okay. Auftragskosten. Mögliche Beute nötig. Dauer. Okay, Aufträge ausgehängt. Sammlung. Okay, hier kann ich Gegenstände suchen lassen.
Und hier kann ich halt für Geld mögliche Gegenstände, Diamanten, Motoren. Ist halt, wäre halt ganz nice, wenn wir zum Beispiel Sachen benötigen. Oh, 8 Herzungsflaschen kostet 1150. Die kriegen wir dann halt, wie funktioniert das denn jetzt? Achso, je weniger Geld wir denen geben, desto länger dauert das. Aber mehr beschleunigen können wir es nicht. Nötig. Und maximal 3-mal. Also wir können es auf 3 hochschrauben, dann da kostet uns das 5850. Wir kriegen aber halt auch ein paar Sachen raus. Naja, wenn wir irgendwann mal richtig Geld haben. Hier steht ja aus der Sicherheit, der Bürger kann die Ziviltruppe Aufgaben übernehmen, die für gewöhnliche Bürger zu gefährlich sind, wie beispielsweise Ruinentauchgänge. Aufgrund unserer begrenzten Mitgliederzahl kosten dringende Aufträge mehr, also wir können gleichzeitig auch nur 3 Aufträge auswählen. Auftrag ausgängen vergeben wir innerhalb von 12 Stunden Team Frist ab oder in den Briefkasten. Aus Sicherheitsgründen nehmen wir keine Tauchaufträge für unbekannte Ruinen an. Gut, verstehe ich, ja. Aber ich würde doch noch mal ganz gerne jetzt zu dem zum Südblock hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dort so Sachen wie Kürbisse und sowas anfordern sollen. Weil ich meine, das sind ja Sachen, die können wir hier anbauen. Es macht doch mehr Sinn, wenn wir hier Dinge, die wir eben hier nicht haben, hier bestellen können. In meinen Augen zumindest. Südblock Handelspost. So, Schaf. Rückkaufpreis. Aushängen. Mindestens ein Gegenstand muss ausgewählt werden. Also so wie ich das sehe, sind das wirklich Dinge, die wir hier kaufen können. Leinen. Okay. Apfelsaft. Kühe. Getrocknete Aprikosen. Regenbogenblumen. Stoff. Milch. Okay, also ist jetzt nichts wahnsinnig Tolles dabei. Getrocknete Aprikosen, Apfelsaft, Dressing, Leinen. Wir können hier vielleicht mal ein paar Leinen uns organisieren. So 50 Stück zum Beispiel, weil ich weiß nicht, woher wir die kriegen. Dann probieren wir das einfach mal damit. Rückkaufpreis 550, Leinen aushängen. Okay. Nun gut. Dann haben wir noch eine andere Aufgabe, liebe Freunde, die ich in dieser Folge auf jeden Fall noch angehen möchte, nämlich das Hauen der kleinen, aber feinen Schlupis da oben. Schlupis und Flupis. Damit wir die Stoffe nämlich noch rausbekommen, um uns die bessere Rüstung zu kaufen. Ja, es ist grausam, ich weiß, aber was will man halt machen? So. Der ist umgekippt. Hier ist noch einer. Pandamäuse nehme ich auch mit, weil vielleicht kommt da noch eine dicke Pandamaus raus. Ist aber noch nicht da. Oh, da oben ist Floki. So, flexible Fasern 4 Stücks. Insgesamt ja jetzt 47.
hinten ist nochmal Floki. Ah, Mama, willst du hier? Sie hat immer nur... So. Haben wir schon 10 zusammen? Nee, nicht ganz. 9 sind es jetzt. Liegt ja so ein, da liegt so ein komisches, unbekanntes Teil, was wir, mit dem wir nichts anfangen konnten bisher. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt können. Süß, dass du mit 3 Damage machst. So, und wenn wir dann jemals nochmal wieder blaues Leder brauchen, dann weiß ich es auch nicht. Eben hier von den Bäumen einen wegmachen, einfach mal um die Kettensäge zu testen. Ja, geil! Okay, das ist hart nice. Ich brauche auf jeden Fall noch den Erdbohrer. Ich werde wahrscheinlich abgehen wie ein Zäpfchen. Mann, wo sind denn die Flopis? Ich sehe ja auch gar nichts wegen den blöden Gestrüpp. Das heißt, dass wir immer mehr werden hier. Kommt nicht wieder, ne? Dann muss ich mal woanders hingehen. Wenn Floppy keine Lust mehr hat, muss ich mal ein paar andere Monster holen. Also wir hatten ja, glaube ich, da oben, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch ein paar. Yes. Natürlich hier auch noch mal eins von den Flukis spawnen lassen. Wow, warum trifft mich das eigentlich hier? Flexible Fasern. So, weil es so schön ist. So, hier die dicken Haare weg. Einen von den Dicken hier ranholen, was hier. Ein seltsames Objekt, das auf dem Bogen gefunden wurde. Er scheint zu etwas aus der alten Welt zu gehören. Ja, danke für diese Information. Ich möchte eigentlich, dass der Papa hier spawnt von denen. Wo bin ich eigentlich, sag mal? Aber der will irgendwie nicht, ne? Dann gehe ich nochmal hier lang. Da vorne sind ja noch ein paar. Ich will wenigstens noch den Papa haben, bevor ich wieder zurückgehe. Big Gockel, komm her! Ja,
Ja, da hinten ist er. Der Moorhahn heißt er, glaube ich. So, Brokkoli-Krone. Er bringt aber natürlich nicht ganz so viele flexible Faser, weil er natürlich vom Level her auch niedriger ist als die Flurpies. Aber immerhin 3. Ist okay. Uncle Russo has been a great. Achso, ich habe heute schon mit dir geredet. Mann! Was ist denn hier? Lieferkarren? Achso. Tage übrig, ja. Alles klar. Jetzt verstehe ich das Prinzip. Das hier Kiefer am Bowler Brokkoli Krone. Oh, die kann ich nochmal verkaufen. Die kann ich wegschmeißen. Goldener Ginseng. Ja, das war ja auch noch da. Okay. Das müssen wir definitiv nochmal konfigurieren. So, hier ist die Fertigung abgeschlossen. Machen wir wahrscheinlich. Können wir nochmal machen. Wir müssen nämlich jetzt hier die Sachen draufpacken und dann wird das abgeholt. Dann habe ich das jetzt verstanden. So. Hier können wir nochmal einen nachlegen. Können wir nochmal einen nachlegen. Idlanu ist auch bald wieder durch. So, ja, und Reittiertraining, das können wir natürlich auch nochmal anschmeißen hier. I think so. Jawohl. Was haben wir denn noch? Springen und Sprinten. Ja, mal gucken, wir mal springen weiter, machen wir von oben nach unten durch. Und dann hauen wir uns ein bisschen hin. Ja, dann haben wir auf jeden Fall nochmal eine Aufgabe fürs nächste Mal. Wir müssen einmal nämlich die größere Fallenkiste noch herstellen. Und wir müssen dann nochmal zum Südblock posten. Um unsere Quest noch mal ein bisschen anzupassen. Also sorry, wenn ihr das... verlassen Ruine 1 vielleicht ab. Ja, ist kein Thema. Sorry, wenn ihr das auf Anhieb direkt verstanden habt und ich nicht, weil ich wieder zu doof bin. Und Langstreckenbusse müssen wir natürlich auch noch für die Rallye-Strecke bauen. Dafür möchte ich mich dann noch mal entschuldigen. Und nächste Folge, dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja schon ein neues Lama. Gucken wir mal. Ja. Wir gucken mal. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, liebe Freunde. Und dann, sehen wir uns. Bis dann, macht es gut und ciao.